So, mein Lieben, heute zeige ich euch meine Room-Tour. Und zwar ist das der Room für meine Make-up-Videos, beziehungsweise mein sogenanntes Schmink- und YouTube-Filmzimmer. Wenn wir reinkommen, haben wir auf der rechten Seite sofort eine kleine Wand. Und meine kleine Prinzessin. Hallo. Hi. Ja, hi. Schön, dass du auch mitmachst. Hier an dieser Wand habe ich alle meine schönsten, wertvollsten Lieblingstaschen hängen. Das ist einmal meine Louis Vuitton Speedy 30, die Michael Kors Grommet Hamilton in Black, dann noch die Louis Vuitton Petit Sac Noé und eine olivgrüne Longchamp, die ich am Pariser Flughafen mir gegönnt habe, weil mein Handgepäck verloren gegangen ist. Wunderschön. Hier oben noch ein wunderschönes goldenes Hirschgeweih. Es ist vergoldet und ich bin mega der Fan davon. Und direkt daneben haben wir noch einen riesengroßen Vintage-Ohrensessel stehen. Der ist eigentlich von meinem Mann, aber ich meine, er steht hier im Zimmer, weil zwischendurch läuft er halt auch hier drin rum und er kann sich an ihm erfreuen. Ich liebe ihn, er ist super bequem. Wenn ihr meine alten Videos gesehen habt, wisst ihr, dass ich früher in diesem Stuhl gefilmt habe. Mittlerweile finde ich es nicht mehr so toll, weil es halt den kompletten Hintergrund ausfüllt und man nichts mehr sehen kann außer dieses Sessels. Auf der linken Seite haben wir ein sehr, sehr großes Regal. Um ehrlich zu sein, ist es das Viererregal von IKEA und obendrauf nochmal ein Zweier. Ich weiß, es steht in der Gebrauchsanweisung, bitte auf gar keinen Fall übereinander stellen, sonst wie bla bla. Wir haben es natürlich hinten mit einigen Dübeln und sonst wie befestigt und das hält, keine Sorge. On top haben wir meine Lieblings-High Heels. Ich finde einfach, sie sehen super schick und luxuriös aus. Sind super tolle Deko-Accessoires. Ich weiß, man soll Schuhe nicht auf den Tisch stellen, aber ich finde, auf dem Regal ist es vollkommen in Ordnung. Ich zeige euch mal so die interessantesten Sachen hier auch im Schrank. Wir haben zumal ganz oben Kerzen und Teelichter, wo ich die Masse meiner Yankee Candles und ein paar Teelichter und so verstaue. Dann ist hier mein Make-up-Case, welches ich für meine Termine außerhalb meines normalen Jobs benutze. Falls jemand mich für private Veranstaltungen oder Shootings oder so buchen möchte, könnt ihr definitiv über die Infobox Kontakt zu mir aufnehmen. Und bei dem hier bin ich mir jetzt gar nicht sicher, was drin ist. Ach doch, hier ist meine Face Shard Schublade. Und zwar malen wir bei MAC Cosmetics ja immer Face Shards für Trends und Make-up-Looks. Und da braucht man auch seine Utensilien für. Auch hier sind wieder so ein paar Gammelklamotten, Jogginghosen, paar Flanellhemden, sonst wie alte Tanzoutfits von früher. In dieser Schublade sind meine Lieblingsherbstpullis, die Masse davon von H&M, Hallhuber, Vero Moda, genau. Das sind halt so die Klamotten, die ich in der Jahreszeit am meisten trage. Hier ist meine Technikschublade, beziehungsweise Schnickschnack. Hier lade ich den Akku für meine Kamera. Hier ist meine extra SD-Karte. Nachladbare Akkus für meine Maus. Und in dieser Schublade sind so ein paar Goodies, was mein Make-up angeht. Und zwar sind hier so Sachen, die ich nicht alltäglich benutze, sondern in erster Linie halt für meine Termine sind. Ich liebe sie abgöttisch, aber ich würde sagen, in den Make-up-Bereich gehen wir nicht allzu tief heute rein, weil das mega viel sein würde und ich euch da gerne ein separates Make-up-Collection-Sammlung-Video zeigen möchte. Falls ihr daran Interesse habt, lasst es mich definitiv unten in den Kommentaren wissen. Dann haben wir hier noch ein paar Sweatshirts, ein paar Pinsel. Hier sind unsere Apothekersachen, unsere Medizin, unsere Schubladen, sonst wie. Ein paar T-Shirts und da sind noch so ein, zwei schwarze Tops und Strickpullis für die Arbeit, weil ich halt nur All Black trage. Dann ist hier so eine kleine Überraschungsschublade. In der Überraschungsschublade haben wir so ein paar Kekse und so, die ich für meinen Mann noch backen wollte als Überraschung, bis er nach Hause kommt. Das heißt, ihr wisst, ich backe sehr gern, aber das ganze Mischen und Mixen ist nicht so meins, deswegen hole ich mir halt oft eine Backmischung, dann bleibt nichts über und ist halt einfacher. Hier sind die Masse meiner Hosen und hier ist so eine Schnickschnack-Schublade mit Perücken, Kopfhörern, Federboa von meinem Halloween-Outfit, Clutches, Unterwasserhüllen und Travelbags für den Flughafen, fürs Flugzeug.
Dann haben wir hier noch neuere High Heels, beziehungsweise das hier ist ein ganz altes Paar, aber hier sind noch komplett unverpackte und ausgepackte natürlich. Ein paar Spiele. Das hier ist, weiß ich wieder nicht. Gar nichts. Dann haben wir hier ein Sparschwein, wo ich zwischendurch mein Trinkgeld sammle, weil ich halt noch als Cocktailbarista nebenbei arbeite. Und ganz, ganz wichtig natürlich unser WLAN-Router. Ohne den geht gar nichts. Hier sind meine Accessoires, das heißt solche Sachen wie Schals, Tücher, Jeggings, Badehosen und so. Das heißt so Sachen, die man nicht alltäglich braucht, für die ich jetzt keine extra Schublade einrichten wollte. Hier ist all der Technikkram drin, das heißt externe Festplatten, Ladekabel, Taschen für Kameras etc. Hier ist meine Sportschublade, die ist bis oben hin voll. Ihr wisst, Fitness Life und so. Und ich brauche halt viel Auswahl, sonst kann ich irgendwelche Tage nicht gehen. Wenn wir uns weiter nach rechts drehen, haben wir hier meinen Make-up-Bereich. Und mal ganz ehrlich, meine Lieben, ist der nicht schick? Ich bin sehr, sehr stolz darauf. Es war sehr, sehr viel Arbeit, ihn so einzurichten und zurechtzumachen. Aber ich bin mega happy darüber. Und zwar habe ich hier einen Spiegel von Ikea genommen, den Gold angesprüht und das eigentliche Spiegelding mit einer Tafelfolie überzogen. Und dort kann ich meine Ideen für neue YouTube-Videos vermerken. Und ich habe gerade gesagt, ich habe das gemacht. Um ehrlich zu sein, war es mein Mann, weil er mir eine Freude bereiten wollte. Dann haben wir auch hier wieder kleine Hirschgeweihe. Absolut mein Favorite, damit liegt man bei mir immer richtig. Hier ist der eigentliche Make-up-Tisch. Ich habe zwei Alex-Schränkchen daneben und ja, so langsam aber sicher sind die zwei auch voll. Das hier ist ein ganz alter Spiegel, den ich von meinem Onkel geschenkt bekommen habe, den ich von hinten beleuchtet habe. Dadurch wirkt das Ganze halt so ein bisschen old und antik und total geil. Diesen alten Spiegel habe ich auch indirekt beleuchtet und so ein kleines Podest drauf gebastelt. By the way, die Produkte, die da gerade stehen, sind alle Teil des Giveaways und der Verlosung, die gerade läuft. Und hier sind noch die restlichen Goodies, die ihr gewinnen könnt. Hier sind meine Lampen, die ich halt zum Filmen absolut brauche. Ohne die läuft gar nichts. Hier, gerade jetzt zur Winterzeit, wird es im Norden halt super schnell dunkel und ohne das richtige Licht macht das Filmen halt keinen Spaß. Hier kommt jetzt ein kleiner versteckter Kleiderschrank. Hier sind alle Sachen drauf, die ich gerne aufgehangen haben möchte und unsere Heizung. Da das aber nicht so schön ist, haben wir diesen Vorhang und diesen Umbauschrank, sag ich mal, eingerichtet und installiert, damit das Ganze halt trotzdem schick und classy wirkt. Wir hatten erst schon von Accessoires gesprochen. Hier sind so ein, zwei Armbänder und Uhren, die ich habe. Ich bin nicht so der Armband- und Uhrenfreak, deswegen ganz so viel liegt hier nicht. Ein paar Ketten sind an den Seiten. Die Masse ist von Komplott, mein absoluter Lieblingsjuwelier-Shop. Gibt es in ganz vielen Städten, müsst ihr definitiv mal nachschauen. Wieder derselbe Spiegel und auch diesen hier habe ich vergoldet. Hier seht ihr nochmal meine absolut liebsten Ohrringe. Das sind eher sozusagen die größeren und dramatischeren. Und hier sind ein, zwei kleine Stecker. Ab next ist Parfum. Die obere Reihe ist von meinem Mann, die untere Reihe ist von mir. Wobei ich sagen muss, ich habe die letzten ein, zwei Tage ein paar von meinen verschenkt. Deswegen ist halt mein ein bisschen leerer. Hinter dieser Tür versteckt sich unser Schlafzimmer. Falls ihr Interesse habt und sehen wollt, wie das ausschaut, schaut auf meiner Morgenroutine vorbei, weil ich meine, bei jeder Morgenroutine muss man als erstes aufwachen. Direkt daneben ist noch ein riesengroßer Spiegel, in dem ich meine Outfit of the Days kontrolliere und schaue, ob alles on point ist. Wenn wir uns weiter rumdrehen, sehen wir hier meine kleine Fensterbank und meine Kamera. Das heißt, ich sitze im Prinzip immer genau so und das hier ist der Ausblick, den ich habe, wenn ich meine Videos filme. Das natürliche Tageslicht des Fensters hilft mir immer noch mal so ein bisschen dabei, dass halt alles wirklich gut belichtet ist und ich nicht allzu weiß aussehe. Wenn wir rausschauen, sehen wir hier unsere Terrasse, unseren kleinen Terrassentisch und unsere Holzwand, die wir selbst eingerichtet haben, um unseren Garten von dem der Nachbarn zu trennen. Und hier ist unser kleiner Garten mit unserem Teich. Und ich muss sagen, wir haben uns hier ein kleines Paradies geschaffen und ich bin sehr, 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 sehr happy damit. Die Deko ist zur Jahreszeit passend natürlich weihnachtlich.
Ich liebe Weihnachten und ihr habt bestimmt schon mein Weihnachtsbaumschmückvideo gesehen. Es war das erste Mal, dass ich meinen Weihnachtsbaum selber geschmückt habe. Es hat mir tierisch viel Spaß gemacht, aber falls ihr es noch nicht gesehen habt, klickt mal direkt hier, denn ich werde euch den Link zu dem Video hier einfügen. So, meine Lieben, und das hier schließt jetzt auch schon meine Roomtour ab. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen und wie gesagt, wenn ihr einen tieferen Einblick in diesen Bereich, in meinen Make-up-Vanity-Schminktisch bekommen wollt, lasst es mich definitiv in den Kommentaren wissen. Und ihr bekommt einen total exklusiven Einblick in meine Schminksammlung. Ich werde euch all die Schubladen zeigen und euch meine Sammlung offenbaren. So, meine Lieben, das war's mit meinem heutigen Video. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Falls es der Fall sein sollte, gebt mir definitiv einen Daumen hoch und lasst es mich unten in den Kommentaren wissen. Und ich würde sagen, bis wir uns das nächste Mal sehen, habt einen schönen Tag!